Ja, willkommen zurück aus der Pause. Hier auf dieser Bühne geht es jetzt weiter mit einem Programm aus dem Gelben unserer Tracks, die materielle Basis. Und zwar das Panel, das jetzt hier starten wird, heißt Wie schwer wiegt ein Bit? Und genau, wir haben, es wird zwischendrin die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wenn ihr das möchtet, dann verteilt euch doch bitte an diesen Mikrofonständern, den jeweils für euch am nächsten liegenden. Dann kann unser Moderator sehr einfach auswählen, wer eine Frage stellen möchte und sieht auch, wer eine Frage stellen möchte. Genau, das Panel wird auf Deutsch und Englisch stattfinden, für die, die dazu gekommen sind. Ihr könnt euch noch Flux-Kopfhörer für die Verdolmetschung holen. Und dann wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit diesem kleinen Einstieg in die materielle Basis. Hier, die Übersetzung ist noch nicht da, ne? Für die beiden, die simultane Übersetzung. Ja, aber Sie müssen ja irgendwie verstehen. Kurze Zwischenpause, die hier Englisch sprechen, haben selber noch keine Translation. Ich kümmere mich darum, wo ist denn, kannst du bitte zur Info gehen und den beiden Headsets holen? Ich nutze die Zeit, die ich habe, um euch noch ein bisschen zu sagen, was hier noch so am Tag passieren wird. Nach diesen anderthalb Stunden werden wir sicher alle zwar das Hirn gefüttert haben, aber die Mägen werden leer sein und so sich denn genug Helferinnen und Helfer gefunden haben, das vorzubereiten, wird es ein Mittagessen geben auf der Ebene hinter euch und auch die Ebene drüber. Das habt ihr quasi am Eingang mitbezahlt und ist natürlich alles nachhaltig und fair, denn wir wollen ja auch selber an diesen Stellen für eine nachhaltige Zukunft uns einsetzen. Ich wünsche euch dann also guten Appetit und beim Essen könnt ihr euch schon mal überlegen, ob ihr nicht Lust habt, danach kollektiv abzuwaschen und eine große Reinigungsrunde zu machen. Auch dafür bitte bei der Info melden. Außerdem hätte unser VOG gerne noch ein paar Helfer, die sich hinter die Kameras setzen und die Streams mit aufzeichnen. Gäbe eine kurze Einweisung, wenn ihr darauf Lust habt, auch da bei der Info melden. Ansonsten sehe ich hier schon so ein paar kleine leere Flaschen und Zettelchen. Das ist hier alles unser gemeinsames Wohnzimmer die nächsten zwei Tage. Fühlt euch wie zu Hause und sorgt auch dafür, dass die anderen sich wohlfühlen. Es wäre super schön, wenn ihr einfach eure Kaffeebecherflaschen und so weiter hinterher wieder mitnehmt, damit wir alle uns gemeinsam hier auf zwei wunderschöne Tage freuen können. Da kommen jetzt auch die Headsets. Vielen Dank, Konstantin. Ich mache jetzt mal eine kleine Sprachprobe, um zu gucken, ob das mit der Übersetzung funktioniert. Herzlich willkommen, dass ihr alle hier seid, dass Sie alle hier sind. Es ist ja für einen Samstagmorgen vielleicht ein bisschen früh, aber das wird schon. Und funktioniert das? Hören Sie mich? Können Sie, es wird für Sie übersetzt auf Englisch, ja? Sehr gut, okay. Ja, dann lassen Sie uns starten. Unter der Überschrift diskutieren wir jetzt hier, wie viel wiegt ein Bit? Es geht um die sozialen und ökologischen Auswirkungen der Digitalisierung. Zentrale Fragen dabei sind, gibt es in der modernen Ökonomie die Chance der Dematerialisierung, also einer Entkopplung von Wachstum einerseits sowie ökologischen und sozialen Kosten auf der anderen Seite? Gibt es gar eine automatische Entkopplung nach dem Motto, immaterielle Produkte brauchen keine Materie? Man könnte auch sagen, Apps machen keinen Müll. Als Schlaglicht möchte ich zu Beginn eine kleine Anekdote erzählen.
Ich war zuletzt auf einer Müllkippe, aber keiner normalen. Diese Müllkippe liegt in Accra, Ghana, und ist vielleicht so groß wie der Tiergarten hier hinter dem Haus. Dort landet ein guter Teil unserer Smartphones und Computer. Die eindrucksvollsten Bilder dort: 15-jährige Jungs stochern in schwarz qualmenden Feuern herum, in denen sie Kabel und Platinen verbrennen, um die Metalle herauszulösen. Die ökologischen, gesundheitlichen und sozialen Kosten sind immens. Nicht umsonst heißt der Film, der derzeit über diese Müllkippe in unseren Kinos läuft, Welcome to Sodom. Die Kreislaufwirtschaft funktioniert, allerdings anders, als wir sie uns manchmal vorstellen. Nun möchte ich Ihnen zunächst unsere Panelisten vorstellen. Zunächst Jenny Kahn. Sie ist Soziologin an der Polytechnischen Universität Hongkong, Beraterin von SACOM, das ist eine Organisation, die sich von Hongkong aus um die Interessen chinesischer Arbeiter und Arbeiterinnen kümmert. Sie wird uns informieren über die Arbeitsbedingungen in der Elektronikindustrie in Asien. Herzlich willkommen. Dann Claude Babemba, er ist Direktor von South Africa Research Watch. Er beschäftigt sich mit den Folgen der Rohstoffausbeutung in Afrika. Herzlich willkommen, Claude. So, dann Sabine Langkau. Sie ist Wissenschaftlerin am Fraunhofer Institut für Systemforschung in Karlsruhe und Mitautorin einer Studie über den Rohstoffbedarf der deutschen Hightech-Industrie. Herzlich willkommen. Johanna Pohl, sie ist Umweltingenieurin an der TU Berlin, unter anderem im Projekt Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation. Sie wird uns unter anderem über den Energieverbrauch des Internets informieren. Herzlich willkommen. Und Simon Hinterholzer, er ist Ingenieur für erneuerbare Energien beim Institut Border Step in Berlin. Er kennt sich aus mit Green IT, grüner Informationstechnologie, und wird uns darüber aufklären, was es damit auf sich hat. Herzlich willkommen. Ich bin Hannes Koch, ich bin Korrespondent, Journalist für einige Tageszeitungen, unter anderem die Tageszeitung Taz in Berlin. Und wir machen das jetzt hier so, und diese Veranstaltung geht anderthalb Stunden bis halb zwei. Wir machen erstmal zwei kleine Runden als Input von der Bühne aus mit dem Panel. Dann habt ihr Gelegenheiten, euch einzuschalten. Es gibt dafür, wie gerade schon angekündigt, die Saalmikrofone. Dann geht bitte zu diesen und stellt euch an. Und dann kann ich die Redebeiträge, Anmerkungen, Fragen und so weiter aufnehmen. Und am Schluss gibt es eine kleine Abschlussrunde. Ja, dann lass uns loslegen. Jenny. Sie kennen sich aus mit den Arbeitsbedingungen in der Elektronikindustrie in Asien. Sie arbeiten von Hongkong aus und Sie wissen auch viel über einen ganz entscheidenden Fall, der Schlaglichter geworfen hat auf die Arbeitsbedingungen in den Handy- und Computerfabriken. Das Stichwort ist Foxconn. Bitte erklären Sie uns, was damals vor Jahren bei den Apple-Zulieferern passiert ist. You just can start. Yeah, right. It will work. Testing.
Hi, good morning. My name is Jenny, and thank you so much for the organizers. I'm so glad to be here, and I just arrived from Hong Kong to join the 2 days conference. This is such a great opportunity for me to share about the labor conditions in China, and particularly on Foxconn. Foxconn, or Foxconn Technology Group, which is a Taiwanese company, at one time, it has more than 1.3 million workers around the world, but most of them actually based in China, 1.3 million, which is actually equivalent to the whole population of Estonia, a small European country, as you know. So the size of the workforce is huge, but no one actually know much about Foxconn before 2010. When the 18 suicides happened, 14 of those 18 young workers died from jumping from the buildings. So what made them to take such a desperate action? 4 survived but have crippling injuries, like paralyzed from the waist down. So it's a really tragic incident. I, at that time, was still doing my PhD at the London University. I had never anticipated that I would do a dissertation on Foxconn labor. Foxconn is the largest supplier to Apple, but it actually also produces our smartphones or tablets and printers, computers from all over the world, like Sony, HP, Dell, Samsung, Microsoft, Google. Whichever brand names that are, we are of the fans. You know, at that time, I think most of us are very familiar with the consumer big name like Apple or HP, but we had never really heard about Foxconn. However, Foxconn is actually the world's largest electronics supplier. It was from that moment onward, I want to understand what had driven these young people to become such hopeless persons who prefer even to kill themselves rather than living on. So about 9 to 10 years now almost, we have been talking to Apple CEO, then Steve Jobs, and nowadays Tim Cook, and we have been also discussing with the conditions of Foxconn, the key executives, as well as the Apple faculty. There is an Apple University, and they have a team of social scientists who want to figure out what are their supply chain problems, how to enhance labor and environmental responsibility issues. But time and again, we see that this is a really sticky problem. Even though there's no more suicide, but in fact, strikes and protests and other abuses, like the abuse of student interns, that have been recurrently happening in Foxconn. Jenny, sagen Sie uns mal bitte ganz genau, was waren die Probleme? Warum waren die Leute so deprimiert, dass sie von den Dächern der Fabriken gesprungen sind? Ging es da um Lohn? Also ich muss noch mal kurz wiederholen. Erzählen Sie uns bitte mal genau, was das Problem war, warum die jungen Arbeiter und Arbeiterinnen von den Dächern gesprungen sind. Also ging es um Löhne, ging es um zu lange Arbeitszeiten? Was war der Punkt? Ja. Thank you so much for the excellent questions. Yeah, we will be more interactive. And I would love to hear your questions as well. I have been doing undercover research, so I pretend myself as one of the Foxconn workers. Yeah, I'm a bit older than them, but still putting on the blue jeans and putting on the uniforms, borrowing their staff card. I did get into the dormitories and also walk along the shop floor, because at that time, in some new factories, the electronics gates, the electronics security system is not yet in place. So time and again, there have been some undercover research, interviews, and other materials that we gather, including their wage statements. Basically, Foxconn had been paying at the minimum level until May 2010. Only after the public scandal and the massive pressure from China, Hong Kong, Taiwan, and also Germany and other parts of the world, then Foxconn raised a bit
the minimum wage from the 1st of June 2010 onward. So you are right, if we have been talking about Foxconn as the world's largest electronics maker and they are paying at the legal minimum, that was not an illegal case, but it is such a low standard that workers have pushed themselves to do overtime and overtime all months during the time when we cannot wait for our iPhone 10 last year. We don't want to wait. And this kind of consumer pressure also drive Apple to push their suppliers so hard. So we are understanding the situation as a buyer-driven production chain. This is a buyer-driven production network where Apple, Dell, and HP, they all try to push their suppliers on the what we call just-in-time production system. No more stocks or spares that you will just put them into a warehouse because it will just waste some money and time. So the pressure is not just about wage because workers also have to rent their apartment in the housing market, but the housing prices, just like in Berlin, that have been going all up sky. It is difficult. The government have been turning a blind eye to the problem. So wage pressure to work more time to just make a little bit more money and without the freedom of association rights, there's no union that they can independently or democratically organize. And even at this moment, when I'm talking with you, there have been another case that is in China, in the southern part of China, which is not Foxconn, but it is also another technology company where workers want to unionize according to the trade union law, but those workers have been detained. And the student supporters nowadays are being caught by the secret police or by the party state. So I am here actually to talk about Foxconn and some other cases. And we will have other time for other speakers. So I will stop right here. Also es ist ein Bündel von verschiedenen Punkten. Also Lohn ist ein Punkt, zu niedrige Löhne, zu lange Arbeitszeiten, kaum Urlaub, Erschöpfung und so weiter. Das, so kann man es vielleicht sagen. Hat sich denn in den letzten Jahren, seitdem dieses Thema die Weltöffentlichkeit erreicht hat und auch hier in Deutschland eine Rolle gespielt hat für Käufer von Apple-Geräten, etwas geändert? Haben Apple und Foxconn die Arbeitsbedingungen verbessert? Hi. Because it's very loud, I will hear myself. Okay. Well, from 2010, then I did literally hundreds of interviews, and there were also many of my colleagues, teachers, and activists. We have been doing interviews, doing survey, and talking to executives, journalists, and students, and professors. And in 2014, I graduated from London University. I've been teaching for 2 years in Oxford before I'm moving back home in Hong Kong, where now I'm teaching at the Hong Kong Polytechnic University. I had never imagined that this project would take so long. Yeah, really almost like a decade. I've never anticipated that. And one reason, in fact, is because the difficulties to move even one step forward is so difficult. Despite the fact that Apple had improved a lot in terms of disclosing its supplier list, back in 2010, there's no any supplier list. You don't even know the names and locations of the key suppliers of Apple. But in 2011, they did make it transparent and open. So you and I could actually just take a look at those lists and locate the key suppliers. There have been also some so-called improvements in terms of how Apple source their materials from Congo or from other mines. So environmental issues, yes. They also hire really top-ranking persons from environmental agency to join Apple. So there have been some
improvements as they put in their annual report. But I have to emphasize that labor issues seems to be much more sticky and difficult. Even nowadays, we do know there have been teenagers who are from vocational schools, and they are not like you and I today. We have our freedom to choose to come here and join this panel, but they must be working like 12 hours a day to put together our iPhones and iPads. The students, they do not have the choice, because if they do not do so-called the internship, they cannot graduate. This is a big collusion among the vocational schools, the local governments, which like Foxconn to invest, to improve economic conditions, and then Apple also benefit from the supply chain. So I just want to really emphasize that in terms of labor issues, we have been observing the problem of higher manufacturing wages in China, but at the same time, student interns are not legally defined as employees. And therefore, these are the cheaper labor force that could be helpful whenever Apple push is demand for iPhones or the MacBook Air so much. Vielen Dank. Claude Gambemba. Lassen Sie uns kommen zu den ökologischen Bedingungen und Arbeitsbedingungen der Rohstoffproduktion in Afrika. Könnten Sie uns sagen, wie die Umweltbedingungen beispielsweise der Rohstoffausbeutung in den Minen im Kongo aussehen und wie die Leute dort arbeiten? Thank you so much for the opportunity. I think Jenny has highlighted to the importance of the electronics, which are being produced in very bad human conditions in China. But those electronics need raw materials. And some of those raw materials comes from the Democratic Republic of Congo. And some of them are coltan, wolframite, and gold. These are very important materials for electronics, even for aerospace and computers. Now, the area where these materials are extracted in the Democratic Republic of Congo has experienced war since 1998 at the peak of the commodity price of coltan from 1998 to 2003. That war, which was around the resources, was termed the First African World War. It was a war of control of resources, which saw Congolese neighbors intervening, and which saw an increase of export of coltan and gold. Now, you have to understand the condition in which this resource are extracted. There are no mining companies, formal industrial mining companies, that extract coltan. But gold, you have industrial and you have artisanal mining in gold. But there is no industrial mining that extracts coltan, which is a key mineral in electronics, such as in cell phones. The conditions of extraction are a condition of insecurity. Up to date, you have rebel movement and militias that continue to operate in that part of the country, and sometimes taking over the exploitation of these minerals. But then, it's a country that has serious governance challenges. That part of the country, the government has no capacity to control it.
because it's under a very serious insecurity. Also, we have the problem of governance across the Congo itself. So the condition of work is that because of unemployment in the country, most people find ease to go and extract these minerals. So you'll find men and women and children working in hard conditions with no techniques or materials, equipment and clothes that will allow them to work in good conditions. So the conditions are hard. It's a condition of armed groups roaming around the entire place. It's conditions of labor, child labor. It's conditions of environmental degradation, because this artisanal mining does affect the land, does cut trees, and the entire condition of sanitation is deplorable, because there's no access to health system, there's no access to sanitation, and you find vulnerable people like pregnant women closer to these mines, which have serious environmental impact. So the conditions are quite difficult to work in. Können Sie uns sagen, wie viel Leute, die in diesen kleinen Minen arbeiten, verdienen? Was kommt da im Monat bei raus? Können Familien davon leben, von dieser Arbeit? In the Democratic Republic of Congo, you have closer to 2 million artisanal miners. 100,000 work in a province where they extract cobalt, which is now going into electrical cars. It's another debate. But in the place where we have coltan and gold, we have close to 1.5 million workers in artisanal mining. The working, because they depend, they don't sell directly to the international market. They sell to other people who then take those products to outside the country. They are robbed of their hard work. The work they invest in digging these minerals does not correspond with the salaries, with the fee they get for those minerals. When you talk to them, and the times we've spoken to them, they don't get enough. In fact, if you've seen them 10 years ago, you go today to visit the same mining workers, you'll find that their condition has not changed an inch. In fact, most of the time what you've realized is that women who have remained at home, who do agriculture, support the family better than the men that have gone to do artisanal mining, because it's a more of a survival activities. It's a day-to-day activities. But even when they get a bit of money, the financial management of that money is not there. So they misuse it. So most of the time, really, the hard work that is put in and the revenue that they collect, there is a very strong gap. Normally, when you calculate, for them to eat, they spend all their little money they get on food that is exported. People who make money from these miners are people who bring food to them, clothes, alcohol, and so on. And those who sell to them the instrument they use to dig these minerals. In fact, they spend all their money around the area where they dig these minerals, and little goes to their families back home. So there is really, it's a continuation of poverty. The artisanal mining in this area is not transformative of society. So what we are looking at is hope for a better future, but hope that will not come in the current conditions. Vielen Dank. Frau Lankau, wir haben jetzt gehört über die Ausbeutungsbedingungen für Rohstoffe in Afrika. Sie haben eine Studie angefertigt,
in der Sie den Rohstoffbedarf der deutschen Hightech-Industrie untersucht haben. Und ich würde Sie bitten, uns erstmal darzustellen, was das Ergebnis dieser Studie ist. Also braucht die deutsche Industrie mehr, weniger? Wie wird sich das in der Zukunft entwickeln, gerade für diese strategischen Branchen, über die wir hier sprechen? Also Stichwort BITS, digitale Industrie, Internet, etc. Ja, also ich hoffe, Sie können mich hören. Hier vorne ist die Akustik nicht so gut, aber ich glaube, insgesamt geht's. Genau, also die Studie heißt Rohstoffe für Zukunftstechnologien. Was meinen wir mit Zukunftstechnologien? Das sind also Technologien, die heute noch relativ neu sind, aber sehr vielversprechend für die Zukunft. Und wir schauen uns dann also diese Zukunftstechnologien an und versuchen, eine plausible Abschätzung zu machen, welche Rohstoffe und wie viel davon diese Technologien in Zukunft benötigen werden. Warum ist das interessant? Zunächst mal wird die Studie gefördert von der Deutschen Rohstoffagentur, deren Aufgabe es ist, diese Rohstoffe für die deutsche Wirtschaft sicherzustellen und die deshalb daran interessiert sind, wie viele Rohstoffe werden wir in Zukunft welcher Art brauchen. Das Thema ist aber auch für uns, für dieses Panel, sehr interessant, weil natürlich zu erwarten ist, dass mit einem Anstieg der Nachfrage nach diesen Rohstoffen auch die ökologischen und die sozialen Probleme, die damit verbunden werden, an Relevanz gewinnen. Insbesondere für die ökologischen Probleme kann man eigentlich davon ausgehen, dass die mit der steigenden Nachfrage wachsen. Man kann annehmen, dass mit Effizienzsteigerung dieses Wachstum der Umweltprobleme ein bisschen abgeschwächt wird. Aber nichtsdestotrotz muss man davon ausgehen, dass mit der Nachfrage auch immer die Umweltprobleme mitwachsen. Bei den sozialen Problemen hängt das stärker davon ab, welche Entscheidungen relevante Akteure treffen, aber bei den Umweltproblemen ist das unausweichlich. Um jetzt zu verstehen, was die Hauptaussage dieser Studie ist, ist es vielleicht ganz gut, wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen und uns angucken, wie entwickelt sich der Rohstoffbedarf insgesamt. Und da muss man sagen, der wächst. Weltweit betrachtet insgesamt die Rohstoffnachfrage nimmt zu. Warum ist das so? Zum einen haben wir eine wachsende Weltbevölkerung, ja, wir werden immer mehr Menschen. Zum anderen haben wir auch im Durchschnitt betrachtet einen wachsenden Wohlstand. Im Durchschnitt werden die Menschen immer reicher. Beides führt also neben anderen Faktoren dazu, dass die Weltwirtschaft wächst. Und mit der Weltwirtschaft wächst auch die Rohstoffnachfrage. Also das kann man sehen, zum Beispiel in den letzten 20 Jahren hat sich die Nachfrage nach Eisen zum Beispiel verdreifacht. Ja. Und natürlich kann man versuchen, das mit bestimmten Effizienztechnologien wieder abzumildern und man beobachtet auch, wenn die Wirtschaft wächst, dass sich die Nachfrage mehr zu Dienstleistungen verschiebt, sodass dieses Wachstum abflacht. Aber es gibt in diesem Sinne keine Entkopplung, keine absolute Entkopplung der Rohstoffnachfrage mit der Weltwirtschaft. So, was haben wir jetzt in Rohstoffe für Zukunftstechnologien dazu beigetragen? Dort haben wir versucht zu gucken, für welche Rohstoffe gibt es gegenüber diesem allgemeinen Wachstum auch nochmal zusätzliche Nachfrageimpulse aus Zukunftstechnologien heraus. Und da haben wir festgestellt, dass es 5 Rohstoffe gibt, für die in Zukunft ein zusätzlicher signifikanter Impuls von Zukunftstechnologien zu erwarten ist. Das sind Tantal, Scandium, Kobalt, die leichten seltenen Erden und Germanium. Und darüber hinaus haben wir dann noch 3 Metalle gefunden, für die wir noch einen viel stärkeren Nachfrageimpuls aus den Zukunftstechnologien erwarten. Das sind die schweren seltenen Erden, Lithium und Rhenium. Ja, vielen Dank. Das Thema Rohstoffe, jetzt kommen wir zum Thema Strom, Energie. Frau Pohl, es gibt ja also Horrorbeispiele für den Stromverbrauch der modernen Technologien. Beispielsweise die Internetwährung Bitcoin, wird gesagt, verbraucht im Augenblick so viel Strom, also die Herstellung dieser Bitcoins verbraucht im Augenblick so viel Strom wie ganz Dänemark. Wenn das jetzt so weitergeht, dann braucht man viel mehr Kraftwerke und so weiter, um diese Technologien zu versorgen. Wie sieht es grundsätzlich mit dem Stromverbrauch des Internets und der modernen Technologien aus? Muss man da mit stetig wachsendem Verbrauch rechnen?
Super Frage, meine Lieblingsfrage. Ich füge dem Dänemark auch noch gleich zwei weitere Länder an. Vielleicht jetzt erst als Status quo. Das wurde von Tilman Santarius vorhin schon im Einführungsvortrag erzählt. Wir sind momentan, was den Stromverbrauch oder den Strombedarf der Digitalisierung generell global angeht, bei ungefähr 10% des globalen Stromverbrauches, der auf Rechenzentren, Endgeräte und auch für die ganze Infrastruktur, also Stichwort Kabel, wo irgendwie die Bits dann zum Beispiel durchfließen, global anfällt. Wenn man das jetzt ranken möchte, wäre das Internet ein Land. Wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, hätte es weltweit die dritthöchste Nachfrage nach China und den USA, was eine ganze Menge ist, noch vor Russland. Und wenn ihr euch an die Grafik erinnert, die auch Tilman vorhin in seinem Vortrag gezeigt hat, gehen die Prognosen nach oben. Das heißt, es wären global nicht nur vielleicht 10% Strom für IKT nachgefragt werden in 2030 oder auch in 2040, sondern deutlich mehr. Hängt aber natürlich auch von vielen anderen Faktoren ab. Wie entwickelt sich die Stromnachfrage generell? Wie geht es mit der Digitalisierung weiter und so fort? Momentan 10% ist eine ganze Menge und die weltweit dritthöchste Nachfrage nach China und den USA ist auch recht viel. Ja, das könnte man vielleicht dazu sagen. Machen wir weiter konkret, Herr Hinterholzer. Sie beschäftigen sich mit Green IT. Was ist Green IT? Funktioniert das? Oh. Erstmal schönen guten Tag, auch danke für die Organisation, schön, dass ich hier sein darf. Und jetzt zur Frage, was ist Green IT? Der Ansatz der Green IT fokussiert auf die ökologischen Auswirkungen der Informations- und Kommunikationstechnik, also IKT, haben wir ja schon mehrmals angesprochen, die, wie Johanna schon genannt hatte, sehr weitreichende Folgen haben, mittlerweile 10% des globalen Energieverbrauchs bedeuten. Der Ansatz der Green IT geht dahin, dass man die IT ressourceneffizient und energieeffizient designen kann und daneben auch noch Effekte schafft, dass die IT vielleicht noch dazu beiträgt, auch Energie und Ressourcen in ihrem Umfeld oder in anderen Prozessen einzusparen. Das ist noch ein anderer Prozess, der eher green durch IT beschrieben wird, aber in dem Zusammenhang häufig auch genannt wird. Und da gibt es klassische Beispiele von der Heizungsregelung, die einfach die Heizung runterfährt, wenn man nicht zu Hause ist, wenn man die Heizenergie nicht benötigt, dann gibt es auch, also in diesem Bereich gibt es natürlich sehr viele Visionen und Spekulationen. In den 90er Jahren ist das papierlose Büro entstanden als Vision, dass man ja per E-Mail und über Internet eigentlich keine Papierverbräuche mehr hat im Büro, auch im privaten Bereich, das natürlich nicht mehr benötigt, keinen Briefverkehr, weil man ja einen Personal Computer zu Hause hat. Da haben sich allerdings andere Trends ergeben. Seit Anfang der 90er Jahre hat sich der Papierverbrauch zum Beispiel verdoppelt, der globale Papierverbrauch. Ähnliches ist mit den Geschäftsreisen, die sich ja theoretisch durch Skype-Meetings oder anderen Online-Meetings ersetzen lassen würden. Könnte man denken, da hat man Riesenpotenziale, um CO2-Emissionen des Flugverkehrs einzusparen. Auch hier hat sich gezeigt, dass tatsächlich Geschäftsreisen trotzdem während der Digitalisierung, die ja schon seit einigen Jahrzehnten stattfindet, eigentlich zugenommen hat und nicht durch die IKT das ersetzt wurde und reduziert werden konnte. Nun verbrauchen ja Computer, Internet natürlich selber Strom. Gibt es denn die berechtigte Hoffnung, vielleicht gibt es auch ein Beispiel dafür, dass die Informationstechnologien anderswo in anderen Branchen mehr Strom einsparen, als sie selber verbrauchen. Ist das realistisch oder ist das unrealistisch? Das ist auf jeden Fall realistisch. Also man spricht ja immer von der Dematerialisierung und auch von der Entkopplung. Und die IKT selbst ist ja, muss man auch mal sagen, eine Technologie, die sich laufend fortentwickelt. Der Energieverbrauch der IKT selbst geht eigentlich alle 18 Monate um 50% zurück, sprich die Chips, die ich irgendwo einsetze, die kann ich
18 Monaten bauen und die erfüllen den gleichen Zweck mit der Hälfte der Energie. Deshalb ist innerhalb der IKT selbst eigentlich ein sehr hoher Einspareffekt möglich. Nur meistens ist es so, dass man eher die Leistung steigern will in Geräten. Also von einem Fernseher, der heute noch Full HD bietet, will man irgendwie zu 4K langfristig. Und die Einspareffekte, die möglich wären durch die effizientere IKT, werden gefressen durch höhere Datenmengen, die übertragen werden müssen. Aber jetzt auf das Beispiel konkret, also es gibt natürlich Einsparmöglichkeiten, wo die IKT Geräte effizienter macht. Das ist das beste Beispiel dafür, ist die Heizungssteuerung, die ich kurz schon angesprochen hatte, die einfach die Heizkörper runterfährt, wenn man außer Haus ist, und die automatisch erkennt, selbstlernend, wann kommt man nach Hause, und dann die Heizkörper im Vorhinein schon hochfährt, damit man zu Hause ankommt. Es ist warm, man merkt selbst gar nicht, dass die Heizung runtergefahren wurde. Daneben gibt es zig andere Beispiele, vom Kühlschrank bis hin zu Leuchten, die sich anpassen, je nach Helligkeit in einem Raum, und damit natürlich Einsparpotenziale erstmal mitbringen. Aber da zeigt sich heute, oder dem muss man noch ein bisschen kritisch gegenüberstehen, weil gleichzeitig diese Integration von Elektronik und von IKT in alle möglichen Haushaltsgeräten zum Teil natürlich auch zu Mehrverbräuchen führten. Gerade die Erreichbarkeit, dass diese Geräte kontinuierlich über WLAN angesprochen werden können, verursacht einen Standby-Verbrauch. Und der ist nicht unerheblich, das ist bis zu 3 Watt pro Gerät. Und wenn man davon ausgeht, dass wir langfristig 10 oder 20 oder 30 vernetzte Geräte in einem Haushalt haben werden, ist auch ein kleiner Verbrauch von 1 bis 3 Watt schon relevant für den Gesamtenergieverbrauch. Frau Pohl, auch diese große Frage, also Stromverbrauch, Energieverbrauch insgesamt. Seit den Anfang der 1990er Jahre ist es in Deutschland so, dass sich Wachstum, also Wirtschaftswachstum und Primärenergieverbrauch entkoppelt haben, also mindestens relativ entkoppelt haben. Das Wachstum ist gestiegen. Der Energieverbrauch ist nicht in dem Maße mitgestiegen. Ganz im Gegenteil, er ist sogar leicht gesunken, wenn man, also jedenfalls bis 2016. Das heißt, es gibt an dem Punkt eine leichte absolute Entkopplung sogar von Wachstum, Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch in Deutschland. Besteht die Hoffnung, dass dieser Trend auch unter den Bedingungen der Digitalisierung, also höherer Stromverbrauch durch Digitalisierung, mehr digitale Endgeräte, etc., sich fortsetzt? Oder müssen wir uns Sorgen darüber machen, dass unter dem Strich der Strom- und Energieverbrauch unserer Wirtschaftsform durch Digitalisierung wieder steigen könnte? Zuallererst Entkopplung, wichtiges Thema. Ich bin keine Ökonomin, das können andere definitiv wesentlich besser erklären. Was bei Digitalisierung oder was man gut beobachten kann, beschreibt es recht gut mit dem Wort Hoffnung, was Sie ja auch gerade schon angesprochen haben. Alle hoffen darauf, dass die Digitalisierung den Klimawandel lösen wird. Alle hoffen, dass mit Digitalisierung Entkopplung möglich ist. Stichwort Green Growth ist ein ganz großes Schlagwort, was immer gern von vielen Firmen, von Politikern gebracht wird in der digitalen Agenda der Bundesregierung steht, mit Digitalisierung können wir den Klimawandel lösen und so weiter und so fort. Das ist ein großes Wort, was ständig gebracht wird. Es gibt aber keine Beweise dafür, dass es tatsächlich funktioniert. Einer der Gründe, die wir als Forschungsgruppe untersuchen, sind zum Beispiel überhaupt erstmal die Datenlage. Was weiß man über Rohstoffbedarfe der Digitalisierung? Was weiß man über Stromverbräuche? Und da weiß man nämlich leider noch gar nicht so viel. Das liegt unter anderem auch daran, was gerade Simon schon angesprochen hat, dass Digitalisierung oder digitale Geräte, Sensoren, irgendwelche Funkverbindungen, WLAN in sehr, sehr vielen Geräten drin ist. In der Produktion versucht man wahnsinnig viel, Stichwort Industrie 4.0, mit Digitalisierung umzustellen. Das heißt, es fällt auf einer Monitoring-Ebene wahnsinnig schwer, überhaupt erstmal aufzuzeigen, wo fallen Ressourcen an, die der Digitalisierung zugeschrieben werden können. Oder ich würde eher von Informations- und Kommunikationstechnologien, IKT,
ansprechen. Wo fallen Stromverbräuche an, die auch auf IKT zurückgeführt werden können? Und was sind dann eigentlich genau die Einsparpotenziale, die wir auch wiederum der Digitalisierung zugute schreiben können? Ein Faktor, der auf jeden Fall ein starkes Argument gegen eine Entkopplung ist, sind Rebound-Effekte, die sämtlichen relativen Effizienzgewinn, die ja durchaus in digitalen Anwendungen und in IKT liegen, auf einer absoluten Ebene auf jeden Fall ein starkes Argument entgegensetzen, denn Rebound-Effekte bedeuten, dass quasi Effizienzgewinne auch dazu führen, dass sie in einer absoluten Umsetzung teilweise nicht erreicht werden können, weil zum Beispiel ein Mehrverbrauch stattfindet, weil andere Sachen stattdessen auch verbraucht werden. Und das ist zum Beispiel bei Digitalisierung ziemlich spannend. Ich hatte vorhin von den 10% global gesprochen, die an Strombedarf auf IKT zurückfallen. Wenn man da jetzt genauer reinguckt, woher kommen eigentlich die großen Stromnachfragen? Ist es weniger das Handy, was in der Steckdose geladen wird, es ist auch weniger der Strom, der anfällt, weil das Handy produziert wird, sondern es sind vor allen Dingen Stromverbräuche, die in Rechenzentren anfallen und die auch für den Transport der Daten anfallen. Also Infrastruktur und Rechenzentren sind die Treiber hinter dem Strombedarf der Digitalisierung. Und wenn man da jetzt noch einen Schritt weitergeht und guckt, okay, und was wird in Rechenzentren eigentlich umgesetzt? IP-Traffic, welche Informationen werden da eigentlich von A nach B transportiert, die eigentlich diesen krassen Stromverbrauch mit sich bringen? Ist es irgendwie die Industrie? Sind es Smart-Home-Systeme? Und so weiter und so fort, macht man eine sehr interessante Entdeckung, denn es ist Netflix, es ist YouTube, es ist YouPorn, es sind sämtliche Streamingdienste, die mindestens 50-75% des globalen IP-Traffics ausmachen und die wiederum führen letzten Endes dazu, dass die Stromnachfrage der IKT mindestens 10% weltweit ist. Das heißt, es sind wir zu Hause, die da sitzen, Netflix gucken, YouTube gucken, die diesen hohen Strombedarf der Digitalisierung und vielleicht auch einen steigenden Strombedarf mit sich bringen. Und das Smart-Home-System, was vielleicht uns hilft, Ressourcen einzusparen, spielt da gar nicht so eine große Rolle. So, jetzt mal Handzeichen. Wer streamt keine Filme? Das ist eine Minderheit, eine sehr kleine Minderheit. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Rohstoffe. Frau Lankau, Sie sprachen gerade über die seltenen Erden. Der Bedarf wird steigen. Seltene Erden stecken unter anderem in Elektromobilität drin, Elektroautos. Elektroautos und Elektromobilität wird uns angepriesen als ökologische Lösung, als umweltfreundliche Verkehrslösung. Ist diese Einstufung gerechtfertigt vor dem Hintergrund steigenden Rohstoffbedarfs an bestimmten Metallen? Und wie sieht es mit dem ökologischen Fußabdruck der Elektromobilität aus? Das kommt natürlich ein bisschen drauf an, mit welchem Blickwinkel Sie auf die Sache gucken. Wenn Sie jetzt sagen, Sie betrachten den Klimawandel als die größte ökologische Herausforderung unserer Zeit und Sie gehen davon aus, dass die Elektroautos alle mit Strom aus erneuerbaren Quellen fahren, dann können Sie schon sagen, dass das ein Teil der Lösung des Problems ist. Und auch wenn Sie sagen, Sie wollen die Luftqualität in Städten verbessern, auch da können Sie die Elektromobilität als Problemlösung betrachten. Wenn Sie jetzt aber die Elektroautos mit konventionellen Autos vergleichen über den gesamten Lebenszyklus, das heißt, Sie betrachten sowohl für die Autos als auch für die Treibstoffe jeweils den Rohstoffabbau, die Herstellung, die Nutzung und die Entsorgung, dann stellen Sie fest, dass Sie in manchen Umweltkategorien einen Vorteil für die Elektroautos sehen. In manchen schneiden die Elektroautos aber auch schlechter ab als konventionelle Autos. Das gilt zum Beispiel für die Kategorie der Humantoxizität. Das heißt, über den ganzen Lebenszyklus betrachtet, produzieren Sie mit Elektroautos mehr giftige Stoffe, die auch für Menschen gefährlich sind. Das gilt zum Beispiel auch für die Versauerung, also für den sauren Regen, was jetzt in Deutschland vielleicht nicht mehr so ein starkes Problem ist, in anderen Regionen der Welt aber durchaus. Auch hier produzieren sie mehr Stoffe, die dazu beitragen, über den Lebenszyklus bei Elektroautos. Deshalb würde ich persönlich die Frage, ob das eine grüne Technologie ist, nicht mit Ja beantworten. Und wenn Sie das Ganze systemisch betrachten, dann ist es ja auch so, in dem Moment, wo Sie den Leuten sagen, es gibt eine technische Lösung für das Problem, das Elektroauto, dann brauchen wir uns ja gar keine Gedanken mehr zu machen über unser Verhalten, über unsere Konsummuster. Ja, weil wir nehmen an, es gibt eine technische Lösung und es wird einfach so weitergehen. Die Elektromobilität regelt das schon.
Und in dem Moment hören wir auf nachzudenken und so können wir auch sagen, das Elektroauto steht vielleicht zwischen uns und den tatsächlichen Lösungen der Mobilität, die nur in veränderten Infrastrukturen und in einem veränderten Verhalten liegen kann. Ja, vielen Dank. Herr Kabemba, kommen wir nochmal zurück zu den Herkunftsorten der Ressourcen, der seltenen Erden, zum Beispiel in Afrika. Es hat Regulierungsversuche gegeben, um die Bedingungen der Ausbeutung dieser Rohstoffe zu verbessern. Es gab ein Gesetz in den USA und es gibt Regulierungsversuche im Rahmen der Europäischen Union ebenso. Haben diese Regulierungsversuche in den vergangenen Jahren zu einer Verbesserung der sozialen und ökologischen Bedingungen im Kongo geführt? We've had the international community trying to solve the problem of conflict minerals and minerals that are getting on the international market through illicit trajectories. We've had effort with the OECD guidelines, which really did a little, not much, to help break this exploitation of illegal and conflict minerals and their environmental impact, because it continued. Then we had the Dodd-Frank, which was initiated in the United States, which is a United States legislation. Then we have in the EU, the EU directives, which also want to force European companies to report project by project on where they source their materials and the condition within which they source those materials. These are very important initiatives, but they are also very much very voluntary and sanctions which are applied outside the country of origin of these resources. Now, I want to argue that we need to distinguish between the regime of responsibility and the regime of constraints. The regime of constraints which has been imposed on the Great Lakes region, on the Democratic Republic of Congo, to say which are foreign, might not work without the regime of responsibility. I think the regime of responsibility is far more important, where a state is capable to put in place mechanisms, legislation, and policies that is also able to implement. Without this regime of responsibility, it's very difficult for this external legislation to work in an empty where the state is weak. Now, to respond if they've worked or not, I think when you look at the Dodd-Frank, it had a psychological impact to create environment space for new initiative, for certification to take place. Today we have a series of certification mechanisms that try to certify minerals that are coming from the Great Lakes region, including the Democratic Republic of Congo. But the problem of this certification, they rely on information provided by companies. You cannot have companies monitoring themselves. Most of the report of these companies seems to be a copycat. It's something that they produce themselves, and we rely on those information because you have something like 300 mines in the Democratic Republic of Congo that you need to monitor. These mines are far-fetched from the cities. Sometimes you need to walk 50, 60 kilometers because there's no access, road access. So there is no manpower to ensure that these certifications are correct. So what we've seen, and the information we are getting from the ground, from colleagues, from communities, is that these mechanisms have not really helped the Congolese people.
A mechanism that is applied not to take people out of poverty, a mechanism that is applied not to afford people the opportunity to benefit from our resources, is not a mechanism that is resolving the problem. And in most of these cases, these mechanisms have not built in the issue of society. They've also not built in the issue of environmental impact. Now, since we are in Germany, we are in Europe, if we have to ask a question, will the European directive change that scenario? We know that the Dodd-Frank has been almost stopped by the President Donald Trump. It's not. It means that because of the competition to access these raw materials, these rare earth, these strategic minerals by companies, they also lobby government. And government, because of fossil competition, European government, are also lobbying. We know that Germany has got serious difficult position on some of the EU directive, which do not go in the way of ensuring that directive are implemented in a transparent, accountable manner. So I think there is the lack of implementation, of effectiveness, has to do with the political willingness in Europe, but also Europe have to understand, in a country like the Democratic Republic of Congo, where there's no state, where the government is weak, where there's corruption, you cannot depend on this foreign initiative to resolve the problem of illicit extraction and conflict minerals. You need to help the Congo to build a state that is effective, that it can implement its own laws and the legislation. Wenn es jetzt Anregungen, Fragen, Beiträge von euch, von Ihnen gibt, dann gerne. Sie können sich bereit machen, nehmen Sie vielleicht hier in der Mitte das Mikrofon, dann sehe ich es besser. Wenn Fragen sind, dann gerne. Ab jetzt, aber vorher frage ich nochmal Jenny. Gibt es Fortschritte, was die Arbeitsbedingungen in der Elektronikindustrie in Asien betrifft? Also es gibt zum Beispiel eine Kooperation von Apple mit der Fair Labor Association, um Löhne zu erhöhen und Arbeitszeiten zu verringern und so weiter und so weiter. Hat das funktioniert? Sind soziale Verbesserungen eingetroffen in den vergangenen 10 Jahren? Hello. Yeah. Well, quite a surprising question about Fair Labor Association, FLA. They have headquarters in Washington, D.C., and they have branches in China as well. But FLA, well, it is a multi-stakeholder organization. They have civil society, universities, companies, and other groups. Apple was the first technology company which joined FLA in 2012 after series of suicides, explosions, fire, and death. Okay, so 2012 in January, February was the moment when Apple decided to join FLA and asked FLA to investigate 3 factories of Foxconn across China. And then in 2016, FLA removed its membership from FLA. We don't know why Apple decided to leave FLA. But anyway, being the FLA membership for 4 years, are there any significant changes? Not really, in terms of labor issues. Again, FLA did report some information, and many newspapers and media report on that. But as soon as the pressure had lowered, things seems to get back to business. The crucial missing gap here is actually workers. Workers do not have the space to join together in a union and monitor the conditions on a day-to-day basis. And
Apple always have to compete with Samsung or other brands to be the world number one. These are the built-in pressure within the production chain. Samsung also record a number of cases in terms of leukemia, cancer, and other serious issues back in South Korea, as well as in other Asian countries and not only China. So we do see the problem as a really more systematic, industry-wide issue. It is not just about Apple or Foxconn, but since they are the two biggest companies in the whole world, we can prioritize and think of how to mobilize consumers, students, academics, journalists to work together to really create some positive changes. Herzlichen Dank. So, eine Frage. Bitte sagen Sie, wer Sie sind und an wen sich die Frage richtet. Bitte sehr. Ja, ich hätte auch zwei Fragen, aber die erste wäre, gerne. Also ich bin der Kai aus Karlsruhe. Und ich hätte eine Frage zu den Rohstoffen, die da unter sehr schwierigen Bedingungen gewonnen werden. Kann man die nicht recyceln oder lohnt es sich einfach nicht und müsste man da Anreize schaffen? Und zweitens, wäre Glasfaser effizienter als Datenübertragung über Kupfer? Okay, die erste Frage würde ich sagen an Frau Langkau. Recycling, ist das eine Option? Bringt die was? Es wäre natürlich wünschenswert, ja. Also man muss natürlich auch immer gucken beim Recycling tatsächlich auch überprüfen, hat es tatsächlich ökologische Vorteile gegenüber dem Primärabbau. In der Regel ist es so und im Fall von Kobalt ist es natürlich nochmal im Speziellen so, weil man dann natürlich auch diese Menschenrechtsproblematik zumindest nicht noch weiter verschärft. Ja. Wobei man natürlich auch immer sagen muss, bezieht man jetzt überhaupt kein Kobalt mehr aus dem Kongo, hat man dann wirklich die Probleme gelöst, die es im Kongo gibt? Ja, das ist nochmal eine andere Frage. Aber nehmen wir mal an, Recycling könnte die Lösung sein, dann ist es aber auch ein technisches Problem, ja, oder ein ökonomisches Problem vielleicht eher. Also es gibt schon die Möglichkeit, sagen wir mal technisch, das zu recyceln. Das Problem ist aber vor allen Dingen die Sammlung, ja, weil sie haben ja wirklich sehr, sehr kleine Mengen von Kobalt in diesen IKT-Produkten zum Beispiel, die sie von den Konsumenten letztendlich zurücksammeln müssen. Und da ist tatsächlich das Problem, dass über 50% dieser Güter generell erstmal gar nicht zum Recycling zurückkommen. Ja. Die gehen sozusagen schon mal verloren. Und dann ist es eben oft auch ein Problem bei diesen sehr kleinen Mengen, die sie in den technischen Produkten für Privatkonsumenten haben, das rauszuholen, ja, das am Ende wieder zu sortieren. Das ist eigentlich das wesentliche Problem, die wesentliche Stolperstelle, weil sich das dann eben oft am Ende für die Recyclingunternehmen auch nicht rechnet. Ja, und dann kann man natürlich versuchen, dem zum Beispiel mit Pfandsystemen entgegenzuwirken, dann hätten sie schon mal die Sammlung vielleicht besser sichergestellt. Müssen sie natürlich aber auch global betrachten, nicht nur in Deutschland, wo sowas ja schon relativ gut funktioniert. Und dann ist natürlich die Frage, wenn der ökonomische Anreiz an sich nicht gegeben ist und man möchte das, dann muss man natürlich sehen, wie man diesen ökonomischen Anreiz letztendlich mit einer Gesetzgebung zum Beispiel schafft. Die zweite Frage ging eher Energiebilanz, ist Glasfaser besser als Kupfer, vielleicht an Herrn Hinterholzer, können Sie da was zu sagen? Ja, ich bin auch kein Experte für die Rohstoffe selbst, aber Kupfer ist ja tendenziell schon ein Rohstoff, der auch Probleme bei der Erzeugung mit sich zieht und der Materialaufwand für eine Lichtwellenleitung ist wesentlich geringer, weil eine Lichtwellenleitung von der Datenübertragungsrate wesentlich höhere Raten zulässt als erstmals mehrere Kupferleitungen, die man dafür parallel benötigen würde oder die man, also um eine Lichtwellenleiter oder Glasfaserleitung kann quasi mehrere Kupferleitungen ersetzen, weil die eben sehr hohe Bandbreiten zulassen, genau. Dazu gern noch ergänzen. Ich
denke, in der Digitalisierungsdebatte merken wir spätestens jetzt, dass Effizienz nicht die Lösung generell ist. Effizienz kann im Relativen den Stromverbrauch minimieren, aber im Absoluten dazu führen, dass zum Beispiel unter anderem durch Rebound-Effekte der Stromverbrauch nach oben schnellt. Und nur um das Beispiel von Simon nochmal aufzugreifen, was du vorhin sagtest, Fernseher werden größer, die Übertragungsraten für Bilder steigen, weil die Bilder schärfer werden müssen. Und da wird natürlich durch Glasfaserkabel, wenn die Übertragung schneller ist und ich dann nicht nur einen HD-Fernseher haben kann, sondern auch mit einem wesentlich größeren Smartscreen und einer noch schärferen Bildgebung ein noch tolleres Filmerlebnis haben kann, werden natürlich auch die Datenübertragungsraten dadurch steigen. Und das bringt dann natürlich auch einen höheren Energieverbrauch mit sich, weil einfach viel mehr Daten durch die Leitung müssen, sodass spätestens hier die große Frage ist, also oder man hier spätestens ans Ende kommt, um zu sehen, okay, mit Effizienz kann man vielleicht im Kleinen viele Sachen ändern, aber wir müssen auch immer das große Ganze im Blick haben, weswegen wir als Forschungsgruppe Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation auch sehr stark den Suffizienzbegriff in die Digitalisierungsdebatte einbringen wollen, weil wir der Überzeugung sind, dass man nur mit einer Suffizienz, also auch die Frage, wie viel insgesamt brauchen wir eigentlich an Strom, an Ressourcen für ein gutes Leben für alle Menschen auf diesem Planeten, nur damit denken, dass wir tatsächlich eine Antwort finden können, um uns in den planetaren Grenzen auch wiederzufinden. Bevor wir zur nächsten Wortmeldung kommen, wollte Claude Kabemba noch kurz was zum Thema Recycling sagen. Ja, bitte. Look, I think the overconsumption is a problem, which increases over extraction of these minerals. Now, recycling might be an option. And I get the sense that Japan has made recycling an important aspect of its consumption. There's a slogan which they put that we found gold in computers and electronic recycling. So if there is a commitment from a government that they can force some companies to recycle some of the existence material we have, because as we extract, we use them, it means this material we've extracted remain on Earth. We have them in this product, but it's a commitment. The difficulties to collect them is a problem, but it's more of a lack of policy, lack of commitment and sanctions for those who misuse this electronic and throw them in the environment. But I think we also need to educate consumers that there's just enough consumption you can have. The competition among these electronic companies does provide space for increasing consumerism. And I think we need to look into that. The competition to have a new self, to have a new type of cell phone, a performing cell phone with games and so on, does increase the consumption thing. So I think we need as people to look into our consumption and see how we can educate, and education has to start with our young people in schools. Thank you. Bitte, jetzt sind Sie dran. Okay, vielen Dank. Christian Hermani vom DNR. Ich habe eine Frage an Frau Cheng. Inwiefern sind denn diese Probleme, die Sie beschrieben haben, speziell für die Elektronikindustrie? Ich erinnere mich an eine Studie, die sinngemäß ausgesagt hat, dass die Elektronikindustrie überdurchschnittlich stark daran arbeitet, diese Bedingungen zu verbessern, was möglicherweise auch an der stärkeren Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit, zumindest in den letzten Jahren, liegt. Und das im Vergleich zu Automobilindustrie, Spielzeugindustrie, die ja auch sehr stark in Asien fertigen, dort eigentlich größere Fortschritte erreicht wurden in den letzten Jahren. Können Sie das bestätigen oder wie verhält sich das im Verhältnis? Danke. Please go ahead. Well, thank you so much. Your question is really insightful because you are taking a comparative perspective. You're asking me is that the electronics industry are doing much better than, let's say, automobile industry, toys, garment, or other industry. I would only say that they did
get lots of attention because every one of us, when I fly from Hong Kong to Germany on the flight, everyone is looking at their tablet or a mobile phone or movie, chatting with their loved ones. And I'm also talking to my mom since I just came here. Well, we rely on these electronic devices, and even from a kid to those who are above 80 years old, we depend so much on these portable, high-tech electronic devices in our daily life, in education, entertainment, leisure, and so on. I will figure out why journalists will have immense interest in electronics companies, especially like Apple or Foxconn, Sony, and so on. Well, the civil society groups in this sense also develop rapidly. We have Electronics Watch, who also organized a workshop at 3 p.m. today here. And we got Good Electronics, where I had also joined as the steering group members since its existence in 2006. Well, there have been lots of momentums and dynamics here. So as the corporate business group, they had joined forces to form an EICC, Electronics Industry Citizenship Coalition, now becomes RBA, Responsible Business Alliances. Given I said that there are many different groups that are working so-called together to make a change, but we all have to be sensitive to the fact that these company people, they join together to also protect themselves from criticisms. And if they are really serious on making changes, first of all, they have to let us know what is the pricing. How much do they actually pay Foxconn? And then Foxconn, the boss, will be willing to pay for its workers. There are so many different layers or different levels that involve buyers and contractors and subcontractors in the really long supply chain. These problems are there, and the problems might be only getting worse given the fact that we depend so much on these lovable electronics items. The great speakers had talked about the use of red earth, cobalt, or other materials like tin and other raw materials, and they have been dug out sometimes by child laborers. If we have been talking about using the wind, sun, water, solar energy to produce all these items, it is both a reality and an illusion. So I've just tried to wrap up here that the problems are really complicated. Thank you. Wir haben eine weitere Wortmeldung. Bitte sehr. Thank you. My name is Pat Mooney from ETC Group, etc. Group. Each of the panelists has been asked to speak about a part of the problem, but by your comments as panelists, you've all made it clear that you understand a much wider range of issues and even speak to each other's areas of concern, which I thank you for. But somehow still, when we look at the solutions to these parts, we end up with a solution for one part that doesn't help the other parts or even can make it worse for other parts of the problem. And the technology we're dealing with cuts across the world, the entire economy of the world, cuts across every industrial sector. So how do we put a circle around the whole thing? How do we find a way to use your talents and our concerns to address technology assessment, to look at a way of understanding it all and say, as civil society, as can there be a level of citizen assessment of technologies that can be pressure on governments to have a wide vision of the whole technology together in one place? Dealing with the parts kind of drives me crazy after a while. Somehow we need to deal with the whole thing and find a way of assessing technologies. I wonder if you could comment on that. Thank you. Ja, vielen Dank. Das ist, glaube ich, die Frage, die entscheidende Frage an unsere Abschlussrunde hier.
Wir kommen sowieso allmählich auf die Zielgerade. Wir haben noch ungefähr eine Viertelstunde, dann endet die Veranstaltung auch schon. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir eine Wortmeldung noch nehmen. Sie stehen ja schon dort und dann versuchen wir gemeinsam uns der Antwort auf diese große Frage zu nähern. Bitte sehr. Michael Fellner von der Österreichischen Digitalisierungsagentur. Ich hätte eine kleine Frage, also es geht in die gegenteilige Richtung, also vom ganz Großen ins ganz Kleine. Unser Auftrag ist es in Österreich, den kleinen und mittleren Betrieben dabei zu helfen, mit der Digitalisierung zurechtzukommen. Und jetzt ist der Anspruch auch da, dass wir denen auch, dass die auch einen positiven Beitrag leisten. Jetzt ist die Frage, was gebe ich denen mit, wenn ich Unternehmen berate im Bereich Digitalisierung, dass die auch einen Beitrag zur Digitalisierung und zur Nachhaltigkeit leisten können. Wer möchte sich dieser Frage kurz annehmen? Frau Pohl. Ob ich mich der ganzen Frage annehmen werde, I don't know, aber ein kleiner Punkt. Ich glaube schon, ein wesentlicher Aspekt, der schon in deiner oder in Ihrer Frage anklang, ist ja zum ersten Mal schon die Verbindung zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, dass Digitalisierung in beide Richtungen wirken kann. Und aber auch, dass es sich gegenseitig beeinflusst. Digitalisierung hat einen Impact, was Nachhaltigkeit angeht, durch Ressourcenbedarf, durch Strombedarf, kann aber auch, wenn man sie für nachhaltige Zwecke anwendet, natürlich verschiedene Situationen verbessern. Und ich glaube, das ist schon ein total wichtiger Aspekt, dass Nachhaltigkeit in die Debatte, in die Digitalisierungsdebatte kommt. Ich habe gestern gerade gelesen, ich hoffe, ich nehme hier niemanden die Neuigkeit weg. Die DBU hat eine Umfrage veröffentlicht, wo Bürgerinnen und Bürger befragt wurden zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit und ob sie die beiden Themen miteinander in Verbindung bringen. Und ein Großteil der Menschen hat gesagt, so nee, Digitalisierung habe ich jetzt noch nie in Verbindung mit Nachhaltigkeit gesehen. Und ich denke, das ist ein Punkt, der unbedingt auch natürlich in die Beratung von kleinen, mittelständischen Unternehmen dazukommt oder dazukommen muss. Vielleicht, wenn wir das jetzt noch versuchen, auf eine ganz pragmatisch-praktische Ebene runterzubrechen. Also Digitalisierung in kleinen Unternehmen fängt ja oft auch erstmal an, dass man so ein Management-System einrichtet, was eben auch die digitalen Möglichkeiten nutzt, um einen besseren Überblick zu bekommen über was man macht. Und ich denke, das kann man sehr gut auch mit einem Umweltmanagement kombinieren, mit einem Energiemanagement und vielleicht auch mit einem Lieferkettenmanagement, was dann eben auch soziale und ökologische Bereiche berücksichtigt. Das könnte vielleicht ein erster Schritt sein. Ja, um auf die große Frage und auch zum Abschluss dieser Veranstaltung zu kommen, in vielen Wortbeiträgen und auch hier vom Podium war ja viel Skepsis darüber zu hören, ob Digitalisierung zur Nachhaltigkeit beiträgt und ob sie zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen beitragen kann. Was könnte denn eine Lösung sein? Also wenn Digitalisierung nur eine technische Lösung ist, eine andere Technik, die auch wieder ähnliche Probleme produziert wie unsere bisherige Produktionsweise. Was könnten denn Lösungen sein? Es sind gerade schon Stichworte gefallen. Suffizienz, weniger verbrauchen. Ist das der entscheidende Punkt? Ist das die entscheidende Richtung? Frau Lankau. Genau, also ich denke, die große Lösung wird aus vielen kleinen Aspekten bestehen. Ich denke nicht, dass es eine einfache große Lösung für alles gibt und ich würde ganz gerne vielleicht drei davon ansprechen. Also ich denke, technische Lösungen sind immer sehr, sehr ansprechend einfach. Ja, das liegt daran, dass sie in der Umsetzung nachher relativ einfach sind im Vergleich zu Verhaltensänderungen. Ja, da kann man relativ schnell Änderungen bewirken und deshalb werden wir auch nicht drum rumkommen, weiter in solche technischen Lösungen zu investieren und daran zu forschen. Ich denke aber nicht, dass das allein die Lösung sein kann. Ich denke, natürlich brauchen wir auch eine Herstellerverantwortung, eine Produzentenverantwortung. Ja, wenn wir jetzt gucken, diese elektronischen Produkte sind sehr komplex. Ja, wir haben vorhin gehört, mehr als 50 verschiedene Elemente in so einem Produkt. Das kann nicht die Verantwortung der Konsumenten sein, das über die gesamte Wertschöpfungskette rückzuverfolgen und dann eine Entscheidung zu treffen. Ja, das ergibt keinen Sinn und das ist auch einfach nicht möglich. Hier sind schon die Hersteller gefragt, die haben die Verantwortung dafür, was sie mit ihren Produkten bewirken, auch entlang der Wertschöpfungskette. Und da gibt es schon im Kleinen sehr gute Anfänge. Es gibt zum Beispiel das Projekt Fair Magnets.
Das sind kleine Unternehmen, die Magnetwerke Progor und Dunjanet als Berater. Die versuchen wirklich entlang ihrer Wertschöpfungskette auf Augenhöhe mit ihren Lieferanten zu sprechen und da konkret vor Ort Verbesserungen zu bewirken. Ja? Und das sind kleine Schritte, die zu einer großen Lösung führen können. Aber natürlich werden wir hier am Ende des Tages auch Gesetze brauchen, ja, die das für alle Unternehmen verbindlich festlegen und damit ein Spielfeld schaffen, auf dem Unternehmen, die sich besonders engagieren, dadurch nicht benachteiligt sind. Also das wären vielleicht die zwei ersten Punkte, die technischen Lösungen und die Herstellerverantwortung. Und als drittes denke ich aber trotzdem, auch wir als Konsumenten haben eine Verantwortung. Ja, und wenn wir uns fragen, wie können wir unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren, ist es natürlich letztendlich am offensichtlichsten in der Suffizienz, ja, wenn wir weniger konsumieren. Und wenn man das anfangen möchte, stellt man sich vielleicht erstmal persönlich die Frage, ja, was brauche ich wirklich? Was verbessert denn meine Qualität, meine Lebensqualität wirklich? Ja, ist das ein immer noch größerer Fernseher? Und das ist eine sehr individuelle Frage, ja. Aber wenn man sich die mal gestellt hat, dann kann man anfangen, von dem, was die Lebensqualität nicht verbessert, weniger zu konsumieren. Und die Zeit und das Geld, was man dabei spart, kann man dann investieren, ja, um zu der Veränderung beizutragen, die man eben in der Welt sehen möchte. Und auch hier, denke ich, beginnen große Veränderungen mit kleinen Schritten und dann wächst man entlang des Weges. Herr Kabemba, wie kommt das bei Ihnen an? Menschen in Afrika wollen mehr Wohlstand und wollen aus ihrer Armut raus. Und jetzt hören Sie hier, dass wir weniger verbrauchen sollen, auch von den Sachen, die aus Afrika geliefert werden, von den Rohstoffen. Ist das eine gute Strategie? Also was halten Sie von dieser Suffizienz, weniger Bescheidenheit? Ist das eine gute Lösung? Thank you so much. It's a difficult question. Let me just preface my intervention by saying if there is a continent that needs development, it's the African continent. If there's a continent that needs to consume these resources, it's the African continent. Because this is the continent where there's no infrastructure, where there's no electricity, where there's no clean water, but is the victim of its abundance of resources, which impact on its environment, increasing climate change. And taking digitalization, that is not produced on the continent. Now, responding to the bigger question and the question of development on the continent, I think, first of all, and first and foremost, we need to know that at each value chain point or phase, there are problems. We have problems on extraction of these raw materials. We have problems in transporting these raw materials. We have problems at value addition to these raw materials, and we have problems on fabricating these electronics we use. They might differ, but the impact on human being, the impact on environment. Now, the response has to be a conscientization of all key players who intervene at all those levels. And I want to think that the key stakeholder are governments, because they initiate policies and legislation and implement them and enforce them and sanction. We need to ensure that sanctions become part of resolving some of the environmental and human conditions that we see. But when you look at the world today, we have multiplicity of guidelines and principles that must resolve the bigger question and the smaller questions.
Now, this multiplicity of guidelines and principles and legislation does not help us, because if we go to a company that produces raw material either in the Democratic Republic of Congo or fabricate electronics in Germany or use or in China with 5-10 different guidelines and principles, global guidelines, they don't know which one to use. The global reporting initiative, we've reflected very much on the difficulties of companies to be able to use the multiplicity of this global initiative that we have currently. So my suggestion is this one, is that we need to have binding global principles and initiatives. Right now, we don't have. We are trying to build the United Nations Human Rights and Business Guidelines. China, one of the biggest consumer and producer of electronics, is not part of some of the global regimes that came out of the Second World War, which govern the international community, and which are applied to govern some of the commitment and the behavior. So we might want, it's a proposition, we might want to revisit. I'm not saying they are bad, but we might want to put in place a system that is inclusive of all actors, new actors, because we are in a multipolar world today. Bring everybody, let's agree on a global binding governance guidelines and principles. Unless we have that, it will be difficult, because everyone wants to promote his own principles and guidelines. It might not work, and it will never work. The last point is that we also need to enforce the reporting mechanisms, what we'll call the sustainability reporting, which is continuous. And for that to be effective, I think we might want to include ethic committees in all these companies, big and small. That will ensure that these companies are responsible, are transparent, and are accountable on their behavior, and that they can be sanctioned. But we also need to educate ourselves that we have the power to hold these companies to account, by also sanctioning if they import, if they use materials that are coming from space, that undermine human rights, and that destroy the environment. But you have to know, the extraction of minerals will always pollute. But the question is, how do we mitigate that pollution? And how do we ensure that it has no adverse consequences on people? Thank you. Vielen Dank. Wir sind fast am Schluss, aber noch nicht ganz. Also wir haben jetzt quasi zwei Antworten schon mal fix, so wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen will. Die eine ist die technische Lösung, dass man natürlich immer daran arbeiten muss, dass man irgendwie Recycling und weniger Rohstoffeinsatz und so weiter, und da kann Digitalisierung wahrscheinlich auch was bringen. Der zweite Punkt, den Herr Kabemba jetzt ganz stark gemacht hat, ist Regulierung, globale Gesetze, wobei das natürlich auch extrem schwierig ist. Und dann jetzt vielleicht mal als Abschlussfrage nochmal an Sie, Frau Pohl, in diesem, es könnte jetzt einen Dreiklang quasi geben, also technisch, Regulierung global und dann eben Suffizienz. Also welche Rolle spielt Suffizienz? Da würden Sie auch sehen, dass unsere Verhaltensänderung hier als reiche Konsumenten im globalen Norden da ein entscheidender Punkt ist? Auf jeden Fall, das kann ich nur mit Ja beantworten. Gerade wenn man über Nachhaltigkeit spricht, ist irgendwie Suffizienz eines der Bestandteile, Effizienz, Konsistenz, Suffizienz. Ohne die drei Bestandteile werden wir kein nachhaltiges Leben auf unserem Planeten für alle ermöglichen können. Ich will vielleicht dem Punkt oder den drei Punkten, die Sie gerade aufgemacht haben, noch einen weiteren anfügen, der sich auch ein bisschen auf Ihr Kommentar bezieht, des letzten Kommentierers hier am Mikrofon.
Ich finde, es geht darum, anzuerkennen, was auch Sabine Lankauschen vorhin gesagt hat, Technik und auch Digitalisierung ist ein Werkzeug und spiegelt in ihrer Umsetzung natürlich auch gesellschaftliche und politische Strukturen wider und spiegelt auch Machtfragen wider. Wer gestaltet Digitalisierung? Wer schreibt die Software? Wer macht Gesetze? Das ist ganz klar ein Spiegel auch von Machtverhältnissen. Und all diese Aspekte müssen in einer Beurteilung von Technologie und auch gerade in einer Folgenabschätzung von Technologie eine ganz große Rolle spielen. Das heißt, wir müssen davon wegkommen, irgendwie nur zu gucken, wie viel Strom geht, wie viel Ressourcen gehen rein, wie viel Strom geht raus und was können wir irgendwie damit umsetzen, sondern wir müssen auch gesellschaftliche, wirtschaftliche, strukturelle Aspekte in unsere Technikbeurteilungen mit einbeziehen. Es gibt eine Methode, die wird auch in Karlsruhe viel angewandt, Technikfolgenabschätzung. Das ist ein Ansatzpunkt, der auch genau eben diese gesellschaftlichen Konsequenzen mit einbezieht. Und ich denke, ohne das Bild, ein vollständigeres Bild zu haben, was Technologie für Folgen haben kann und in welchen Bereichen Technologie vielleicht auch gewinnbringend eingesetzt werden kann, werden wir uns immer wieder im Kreis drehen. Ein zweiter Punkt ist, finde ich, Digitalisierung ist stark mit diesem Begriff Dematerialisierung verbunden. Und wir haben ja jetzt ja hier auf dem Panel alle dazu gesprochen, dass Digitalisierung eine materielle Basis, aber eben auch eine menschliche Basis hat. Und ich frage mich immer, wie bringt man das mit diesem Begriff Dematerialisierung in Einklang? Und ich finde, der ist eigentlich nicht damit in Einklang zu bringen. Die Bits haben ein Gewicht, ein materielles und ein menschliches Gewicht. Die Cloud ist nicht leicht oder unsichtbar, sondern die hat eben genauso auch Strom, Ressourcen, menschliche Tätigkeiten, Menschenrechtsverletzungen, die auch mit in die Cloud sozusagen einfließen. Und ich finde davon, das muss viel, viel stärker auch diskutiert werden, dass Digitalisierung nicht dematerial ist. Herzlichen Dank unseren Panelisten hier vorne, Frau Czahn, Herr Kabemba, Frau Lankau, Frau Pohl, Herr Hinterholzer. War eine super Diskussion. Vielen Dank euch und Ihnen fürs Zuhören und Mitdiskutieren. Wir machen hier Schluss und ich wünsche noch einen schönen Kongress. Tschüss.